Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer zweiten Folge von The Franz Kafka Videogame. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Und was nun? Es ist niemand hier. Anscheinend habe ich mich geirrt. Ja, das werden wir wohl rausfinden. In der letzten Folge haben wir ja dieses wunderschöne Brettspiel gespielt. Die beiden Rätsel sowieso waren eher so ein Klick mal rum und schau, was passiert, so in der Art. Ich frage mich, ob das so bleibt. Nee, weggehen können wir nicht. Huch, da haben wir sie. Hallo? Guten Tag. Ist das ein Bauarbeiter oder ein Astronaut? Keine Ahnung. Bitte verzeihen Sie die seltsame Einladung, aber ich bin ein Charakter aus einer ganz anderen Geschichte. Also vermeide ich das Rampenlicht. Geschichte? Okay, ist das eine Anspielung, dass wir auch aus einer Geschichte. Naja, Geschichte, wir sind ja eher Auto. Ich wollte mich mit Ihnen treffen, da ich beauftragt wurde, Sie zu informieren, dass Sie eingeladen wurden, in Kessler Corp zu arbeiten. In Kessler Corp? In Amerika. Mit richtig schöner, bösartiger Musik, als wäre Amerika was ganz, ganz Furchtbares. Moment, ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Was soll das heißen? Ich höre zum ersten Mal von irgendeinem Kestlock? Ja, was ist Kestlock? Das ist die Frage der Fragen. Die Firma weiß bereits von ihren finanziellen Schwierigkeiten und von ihrer Verlobten. Aha. Kestlock Corp wird all ihre Probleme lösen. Okay, das würde mir doch eher ein bisschen Sorgen bereiten, dass sie das alles wissen. Woher denn? Das ist alles vollkommen lächerlich. Ich gehe besser wieder. Auf Wiedersehen. Ja, trotzdem schön höflich am Ende dieses Auf Wiedersehen. Wir wollen ihn doch gar nicht wiedersehen. Keine Sorge, es wurde bereits alles für Sie entschieden. Sie können nicht ablehnen. Naja, und wie wir das können. Tschüss. Okay. Was ist da gerade passiert? Hat er uns umgebracht oder? Oh, sind wir wieder in einer Traumwelt, in unserer eigenen diesmal vielleicht? Kann man das so verstehen? Huch, ein Alien. Und das sieht doch aus wie ein Schlachtfeld hier. Hier mit Kanone. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe das seltsame Gefühl, dass ich hypnotisiert wurde. Okay, also wir wurden hypnotisiert und befinden uns jetzt in unserer Albtraumwelt. Ich muss die Probleme meines Unbewusstseins lösen, damit ich aufwachen kann. Unbewusstseins, nicht Unterbewusstsein? Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier auf jeden Fall eine schöne Kanone. Und diese seltsame mechanische Kanone ist nicht geladen. Ich muss die Munition finden. Ich frage mich, warum in seinem Unbewusstsein er von Krieg und Aliens träumt. Munition. Und da haben wir die Munition auch schon. Wie gesagt, auf den Block hier mit den Tipps gucken wir erst, wenn wir wirklich gar nicht mehr wissen, was wir tun sollen, da die Rätsel ja doch schon eigenartiger Natur sind. Oh Gott, nein. Wirklich? Anscheinend brauchen wir den richtigen Code, damit diese. Ist es eine Kiste? Wahrscheinlich eine Munitionskiste. So, wie kriegen wir den raus, ist die Frage. Sehen wir hier. Hier sind auf jeden Fall hunderte Xe. Wie können wir hier aber den Code erkennen? Können wir noch irgendwas anderes machen? Wieder irgendwie Licht ausschalten oder irgendwas Lustiges? Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach hier rumdrücken sollen, bis das irgendwann funktioniert. Das wäre wahrscheinlich Quatsch. Und ich nehme an, es ist wieder sowas, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennt. Was haben wir denn überhaupt alles? Überhaupt alles. Wir haben einen Kreis, ein Viereck, ein X, ein Dreieck und ein seltsames, ich weiß nicht was, wie man das nennt. Okay, das sind ganz schön viele. Das ist wirklich zum Raten zu viel. Dann müssen wir jetzt mal überlegen, wo wir sowas sehen. Ich sehe hier das Alien-Auge, sieht doch aus, oder? Nee, das war ein Viereck mit so einem Dings. Mal gucken nochmal. Okay, das sieht nicht aus wie das Alien-Ding. Haben wir hier. Also hier sind auf jeden Fall Xe. Das sehen wir ganz gut. Ich kann leider auch den Typen jetzt hier nicht hin und her bewegen. Vielleicht steht er uns gerade auch irgendwie im Weg. Das wäre ganz blöd. Also, wo können wir die Dinge erkennen, die hier drauf sind? Xe sehen wir, aber es werden nicht 100 Xe sein. Also ich glaube, das wäre zu einfach, wenn das jetzt wirklich einfach XXX wäre. Ich mache es trotzdem mal so blöd, wie es klingt, weil das mit dem Häschen war auch irgendwie total idiotisch. Nein. Können wir uns noch irgendwie anklicken? Also wir müssen wirklich das Alien mit der Kanone auf jeden Fall umhauen. So, dann muss ich mich jetzt mal kurz konzentrieren und überlegen. Nur sehe ich hier nichts. Das könnte ein Kreis sein. Ich versuche das irgendwie in dem Stacheldraht zu erkennen, wie man gerade unschwer sehen kann. Aber ich glaube, in dem Stacheldraht ist es nicht wirklich. Ich glaube, die Xe sollen auch nur verwirren. Ich glaube, die haben gar nichts damit zu tun. Könnte ich mir fast denken.
So, gucken wir uns die Kanone genauer an. Hier sehen wir auch nichts. Ist das wieder vielleicht hier irgendwie so versteckt zwischen den Dingern, dass man wieder sich das so wie das Kaninchen so vorstellen muss, die Umrisse? Das wäre natürlich auch gut möglich. Vielleicht ist es so einfach, dass ihr es tatsächlich auch schon gesehen habt und nur ich mich gerade blöd anstelle. Bilden die X'e irgendwelche Sachen, wo man sagen könnte, dass... Hier ist auch so ein X, was so irgendwie anders aussieht. Weil das hier irgendwie... Das hier könnte ja auch ein Dreieck. Aber wo fängt man da an? Ich meine, das ist hier so viel. Das hier könnte ein Kreis sein zwischen zwei X'en. Jedes X hat natürlich auch dieses Dreieck dazwischen. Ist ja logisch. Ich würde fast sagen, ich Stacheldraht mit den X'en irgendwie verbinden. Aber ja, das sind dann auch alles eigentlich eher nur Dreiecke. Das Alien, was haben wir denn hier? Hat auch nur Dreiecke auf dem Kopf. Dieses komische Auge. Ja, es sieht so ähnlich aus, ist es aber auch nicht. Oder müssen wir ganz anders denken? Vielleicht Gegenstände in der Reihe, was das sein könnte? Glaube ich aber irgendwie nicht. Na, dann würde ich fast sagen... Ich glaube, wir müssen tatsächlich oben gucken. Also ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht sehe, aber ich sehe es nicht. Das ist sehr schade. Ich will nicht immer auf diesen blöden Notizblock. Ich gucke nochmal 2 Sekunden rüber. Ohne zu reden am besten auch. Probier mal eben was. Es wäre doch eigentlich logisch, wenn der Code irgendwie auf der Kanone zu sehen wäre, oder? Oder nicht? Aber, ja, hier hätten wir ein Viereck, hier hätten wir einen Kreis, aber jetzt ist es auch schon wieder erschöpft. Mehr haben wir nicht wirklich. Nee, das passt jetzt wieder zu nix. Also, die an der Kanone kann es dann anscheinend auch nicht sein. Ah, ist bestimmt wieder so ein übelst großes Bild irgendwie. Das hier gibt einfach nichts. Okay, ich glaube, uns bleibt wirklich keine andere Wahl. Also ich wette, dass es so ein Überblick-Ding ist wieder. Hint 1. Was? A, M? Wo sind denn da Buchstaben? A, M. Wo sollen die herkommen? Also ich tippe mal jetzt. Kann ich das wieder wegmachen? Muss ich jetzt wirklich auf den Pfeil wieder klicken? Kriegen wir ja noch mehr Hinweis? Will ich nämlich gar nicht. A, M. M für Monster? Oder wie soll ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sind es Buchstaben. Okay. AMU war da, aber für was denn? Armor? Ach, Armor. Ja, das ist aber fies, weil wenn ich jetzt den Begriff auf Deutsch nicht kennen würde, hätte man ja gar keine Chance. Aber jetzt kein R. Ammo? Ammo? Nee. Ach Gott. Ja, da geht schon los mit den Englischkenntnissen. Ah, Ammo. Ich habe gerade falsch gedacht. Ja, Ammo ist was anderes. Ammo-Munition. Okay, das ist ein bisschen gemein. Ich dachte, ich muss das jetzt hier irgendwo finden, dass es wirklich einfach nur Munition auf Englisch ist. Weiß ich nicht. Wir spielen das Spiel auf Deutsch. Ich finde, da hätte man das vielleicht auch anpassen müssen. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, dass man das tatsächlich auf Englisch... Entschuldigung. Auf Englisch lösen müsste. Aber war auch schon auf dem Brettspiel mit diesem Brush oder was das war, mit dem Pinsel. Okay, dann müssen wir da auch drauf achten, jetzt tatsächlich mit den englischen Wörtern. Finde ich nicht so gut. Ich finde, wenn es auf Deutsch gemacht ist, dann muss das auch Deutsch sein. Hallo? Ja? Und nun? Achso, wir müssen jetzt wahrscheinlich einfach... Okay, das war schon, wir müssen gar nichts einlegen. Wir haben das Alien besiegt. Auch wenn auf sehr seltsame Weise. Das ist so absurd. Ja. Finde ich auch. Du hast seltsame Träume, mein Freund. Ihre Fahrkarte, mein Herr. Mitten auf dem Kriegsfeld kommt einfach mal so ein Typ und will eine Fahrkarte. Was? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, das war seltsam. Oh, wir wurden einfach in den Zug gesetzt. Ihre Fahrkarte, mein Herr. Schön, diese Xer. Was ist hier los? Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich bin mir sicher, es war Hypnose. Moment, ich bin in einem Zug?
Ich glaube, wir sind unterwegs nach Amerika. Ja, mein Herr. Guck mal, hier sind auch schon wieder Buchstaben an den Wänden. Und seien Sie versichert, wir kommen ohne unnötige Verzögerungen in Amerika an. Sorgen Sie sich um nichts. Ja, wir wurden also einfach mal verschleppt nach Amerika. Wovon reden Sie da? Welches Amerika? Halten Sie den Zug sofort an. Ich will zurück nach Hause. Das ist unmöglich, mein Herr. Unser Schnellzug fährt ohne weiteren Stopp durch. Ah ja. Aber kann ich wenigstens einen Brief schreiben? Ich muss Felice erzählen, was mit mir passiert ist. Vielleicht wartet Felice ja schon auf uns. Irgendjemand muss ihnen ja erzählt haben, was los ist mit unserer Verlobten. Wer steckt die dahinter? Der Brief wurde bereits geschrieben, mein Herr. Sie müssen ihn nur noch unterzeichnen. Wer hat ihn für uns geschrieben? Oh Gott, was ist denn hier los? K. Das ist der Brief. K. Ich weiß nicht, wie so eine Schreibmaschine funktioniert. Ich hab mal aus Lust und Jux und Tollerei mal an einer rumgebastelt, aber was? Ach, ernsthaft? Ach, die K-Taste ist kaputt und wir müssen jetzt aus anderen Buchstaben das hier basteln, okay? Müssen wir mal gucken, was hier zusammenpasst vielleicht. Geht das überhaupt? Eigentlich ist ja alles, sieht aus wie ein H. Mal A könnte. Das war falsch. Ist jetzt auch die Frage, muss das in einer richtigen Reihenfolge sein? Also das geht. Also es sind aber auch nur bestimmte Dinge, die immer. Da können wir echt nur rumprobieren, was davon jetzt richtig ist, ne? Mehr können wir ja gar nicht machen. Also H ist da oben. Wenn wir das jetzt ein bisschen höher machen, müsste das T passen und das A auch. Okay. Ja, das jetzt einfach nur rumprobieren. T und A, dafür müssen wir höher machen. Können wir auch tiefer? Nee. Okay, was haben wir hier noch so? Von P vielleicht, das da unten? Ist das richtig? Ich sehe es nicht genau. Wir müssen ja erstmal durchprobieren. X haben wir. C wäre richtig da. Für B müssen wir wieder hoch. Und M müssen wir auch hoch. Oh Gott, ich hoffe, ich kann mir das merken. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich muss mir das fast aufschreiben. Oh Gott, ja, ich glaube. Ja. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Das kriege ich jetzt nicht aus dem Kopf hin. Ich hole mir mal eben Stift und Papier. Also. Huch. So. Ein Zettel. H ist richtig so. Was ist mit A? Ist auch richtig so. E müsste auch richtig sein. So. Moment, ich lösche das mal noch eben. Ich muss mir das nochmal genau angucken, ohne dass da so viel drauf ist. P. Nee, das sieht falsch aus, würde ich sagen. M. M sieht gut aus, oder? Nee, M ist zu dick, ne? Warte mal, M lassen wir mal eben. Was haben wir hier noch nicht probiert? C. C ist richtig. Können wir auch so lassen, also. Nee, A muss genau andersrum. Ach, scheiße. Okay. Was war mit E? Also für E muss es dann auch eins höher. Warum habe ich mir das jetzt so aufgeschrieben? Ach Mensch. Also, H ist richtig, C ist richtig. Hochschieben haben wir A. Und wo ist es? E. Und was war das jetzt? Wir könnten... X sieht anders aus. Wie kriegen wir eigentlich den Punkt? Können wir das dann noch nach links und rechts verschieben? Den Punkt müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen. B haben wir noch nicht probiert, sieht aber falsch aus. Das müsste eigentlich das M sein. Nee. Ah, X hat die beiden direkt. Okay, X aber auf der anderen Ebene. So, dann müssen wir jetzt uns haben. Das ist ja ganz witzig. Aber ohne Aufschreiben kriege ich sowas echt gar nicht hin. So, jetzt wieder hoch, A und E und jetzt das X. Verdammt, nein, X war auf der richtigen. Ach Mann, jetzt habe ich es in die falsche Spalte eingetragen. Nochmal, H, wir haben ja Zeit. C und X. Das passt nicht. Warum passt es nicht? Moment, wir versuchen es trotzdem weiter. A, E.
X. Nee. Ja, okay, das X funktioniert nicht ganz. Können wir hier noch irgendwas an dem ändern? Also so und so wäre beides falsch, auf jeden Fall. Wir müssten das irgendwie nach links schieben können. Können wir aber nicht. Ha. Dann ist es vielleicht nicht das X. Aber wir haben alles andere ausprobiert, oder? Oh, O ist jetzt auch hin. P. T. T könnte es sein. Moment. Aber T müsste denn nach oben sein. So, probieren wir es nochmal. Okay, also doch nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt. H. C. Ich gucke lieber immer auf den Zettel, weil ich habe Angst. Ah, jetzt habe ich das X trotzdem wieder genommen. Ich bin doof. Es tut mir leid, Leute. So. H. C. Jetzt rollen wir nach oben. A. E. Ja, und jetzt könnten wir das T probieren. Okay, haben wir geschafft. War doch gar nicht so schwierig. Und jetzt muss ich kurz mal eine kleine Pause machen. Wir sehen uns denn... Ja, also die Folge ist halt zu Ende, meine ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und lesen uns das hier durch. Also bis dann!